Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem wunderschönen Kanal. Ich heiße dich ganz, ganz, ganz herzlich willkommen und ich hoffe, dass es dir wirklich, wirklich, wirklich und vor allem ehrlich gut geht. Und ehrlich ist ein ganz wichtiges Wort, weil ich immer wieder feststellen muss, dass ganz viele Menschen sagen, dass es ihnen gut geht, es aber nicht wirklich so ist und sie es aber trotz allem tatsächlich halt denken, ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass du es für dich immer wieder wirklich hinterfragst, ob du halt auch wirklich glücklich bist, ehrlich zu dir selber bist und natürlich auch gesund bist. Die Gesundheit steht vor allem, die Gesundheit ist alles Allerwichtigste und ich möchte auch immer wieder darauf hinweisen, auch wenn es schon nervt, ihr könnt ja alle vorspulen, weil es einfach so oft vergessen wird und das klingt jetzt zwar blöd oder paradox, aber es ist tatsächlich so, dass viele einfach auch vergessen, sich daran zu erinnern oder daran zu denken, ob es ihnen wirklich gut ist, weil man einfach auch in diesem Alltagskreislaufmechanismus, Alltagsstress, Alltagssorgen oftmals so involviert ist, dass man es einfach nicht fühlt oder nicht merkt, ne? Zumindest es einem so vorkommt. Und deswegen werde ich es auch immer wieder sagen. So, und deswegen machen wir jetzt auch eine Kerze an für das Sakralchakra, das ja, einfach dieses Gefühl, hier reinzufühlen und aber auch für sich selber einzustehen. Oftmals ist es ja so, dass man sagt, nee, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. So nach dem Motto, egal wie es mir geht, das schaffe ich noch, das packe ich noch. Und das sind alles die Dinge, die der Körper einem dann richtig für übel nimmt, später mal. Und das dann halt eben auch sich auswirkt. Ne? Wir sind immer noch bei der blauen Kerze, weil wir immer noch in einer Zeit oder Phase der Klärung sind. Wir sind alle im Umbruch, alle suchen nach der Klarheit, nach der ultimativen Wahrheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen noch die blaue Kerze. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass einige Videos nicht hochgeladen wurden, beziehungsweise der Upload dann von YouTube auch abgebrochen wurde, weil sie nicht hochgeladen wurden. Und ja, es passt jetzt einfach nicht, das jetzt im Nachhinein nochmal hochzuladen. Das will ich auch gar nicht, weil ich möchte ja auch die aktuellen Energien haben. So, und aufgrund dessen, dass ich ganz viele Fragen bezüglich, ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Männern hatte, habe ich dann gesagt, ich mache ein allgemeines Orakel über eine solche Situation, wenn einer, also in dem Fall du als Zuschauer, oder du münstest dir auf die Person hin, auf die es zutrifft. Fühl dich da rein, wo du das Gefühl hast, wo es mehr zutrifft. Weil man ja dann auch innerlich irgendwo vor einer Entscheidung steht. Oder zumindest die Frage sich stellt, wie es denn weitergeht. Oftmals ist es auch eine Einstellungsveränderung, weshalb man vor so einer Entscheidung steht, was den ersten Partner betrifft. Aber diese Fragen gehen wir jetzt einfach mal zusammen durch und schauen jetzt einfach mal auf die erste Karte, die zeigt, was dich bei deinem ersten, also eigentlichen ursprünglichen Partner festhält. Okay, also du hältst ihn halt für die Liebe, er ist für dich die Liebe, er ist für dich der Halt und die Sicherheit. Ganz wichtiger Impuls noch nebenbei mit dieser Karte aus einer Opferhaltung heraus. Entweder siehst du dich als Opfer im Sinne von
einem mangelnden Selbstwertgefühl und hältst sozusagen an der Liebe fest, weil er dir ein gutes Gefühl gibt, weil er dir ein Gefühl von Selbstvertrauen gibt, von Mut, davon ja, etwas zu sein. Ja, das ist jetzt auch nicht so in eine Schublade gesteckt, sondern dass du dich durch ihn groß und stark fühlst und durch ihn vielleicht auch viel erreicht hast. Und wenn du dich jetzt natürlich trennen würdest, würdest du in deine alte ursprüngliche Opferhaltung zurückfallen. Es kann aber auch andersrum sein, dass du an ihm vermeintlicher Liebe mäßig festhältst, weil du ihn behüteln, betüteln und bemuttern möchtest oder denkst, dass du es tun musst, weil er es alleine nicht schafft, dann könnte das der Grund sein, warum du an dem anderen festhältst. Wichtig ist aber hierbei auch, egal ob es jetzt hier um dich oder um ihn geht, dass du es für die Liebe hältst, dass es für dich Liebe ist, ne? Aber mit dieser Karte 5 der Münzen ist es nicht wirklich die Liebe, sondern ist eher eine Co-Abhängigkeit. Entweder, dass du das Gefühl hast, dass du ihm helfen musst oder umgekehrt. Und das wiederum wäre dann auch wieder diese Wesensgleichheit, von der ich immer spreche. Wenn zwei Menschen in einer Seelenverbindung sind, geht es immer um die Wesensgleichheiten, dass man sich mit seinen Schattenthemen anzieht und sich quasi den anderen vor etwas schützen will, was eigentlich das eigene Thema ist, es aber auf den anderen projiziert und somit das Gefühl hat, den anderen schützen zu müssen. Also von dem her ist es auch egal, ob es jetzt auf dich oder auf ihn zutrifft, weil es eigentlich durch die Wesensgleichheit auf beide zutrifft. Nicht immer im Äußeren zu erkennen, aber halt im wesentlichen Kern, also im Inneren, ne? So. Jetzt gucken wir uns mal die Einstellung des ersten Partners zur Beziehung an. Ich habe meine Frage noch nicht richtig gestellt im Geiste. Was ist das Motiv des ersten Partners bzw. seine Einstellung zur Beziehung? Mir einfach immer zu viele Karten raus. Ich möchte bitte nur eine. Eine Karte bitte, nur eine Karte auf diese Frage. So, danke, dieses Universum. Die 4 der Münzen, das ist ja mega interessant. Also auch hier wiederum ist egal, ob es auf dich oft zutrifft oder auf den anderen, weil es passt hier einfach zu dieser Opferhaltung. Opferhaltung ist auch ein ganz hässliches Wort, was ich eigentlich nicht will, aber es ist einfach so, man sieht sich selber nicht als wertvoll an, als, ja, vielleicht als Nichtsnutz, als Taugenix, als ich kann nichts, ich hab nichts, ne? Man sieht sich nicht wertvoll genug, also an sich selber. Und deswegen ist auch hier, aber das war ja auch der Grund, die Motive des ersten Partners und seine Einstellung zur Beziehung. Das heißt, er ist halt ein Mensch, der einfach festhält an Beziehungen, egal wie schwer sie laufen. Und jetzt kommt mir direkt der Impuls Steinbock rein. Warum, weiß ich nicht. Ich habe hier keine Karte für den Steinbock liegen, aber dieses Phänomen des Festhaltens trägt zwar jeder in einer bestimmten Form in sich, aber dieses grundsätzliche Festhalten wird halt auch am allermeisten beim Steinbock gesehen, weil ein Steinbock also fast so gut wie niemals aus einer Beziehung rausgeht, egal wie schlecht sie läuft, ne? Dadurch, dass ich halt hier die Mangelkarte habe oder die Opferhaltungskarte, die mangelnde Selbstwertkarte, kommt dem halt nahe, dass man halt hier auch hier festhält, weil man Angst hat, dass man es alleine nicht schafft. Oder halt wiederum andersrum, dass man dem anderen nicht alleine lassen will, dass man den anderen nicht loslassen will. Was aber halt aus dem eigenen aus dem eigenen Mangel heraus entsteht
Und weil man es halt auch für die Liebe hält. Ja, das widerspricht sich hier gerade total, beziehungsweise es widerspricht sich nicht, aber hier hält man etwas für Liebe, was im Grunde genommen aber eine Co-Abhängigkeit ist, macht sich mit der 4 der Münzen einfach auch nochmal bestätigt, weil die 4 der Münzen einfach auch dieses Festhalten ist, dieses richtig krasse Festhalten. Und egal wie jetzt deine Situation ist, die kenne ich natürlich nicht, aber es kann halt natürlich auch richtig, richtig ungesund sein, so krass festzuhalten, weil es dann auch unerträglich werden kann. Ne? Und durch diese Unerträglichkeit ist es dann auch manchmal so, dass man halt einen anderen kennenlernt und dann vor dieser großen Herausforderung steht oder vor dieser großen Frage. So, jetzt schauen wir uns mal den anderen Partner an, den Liebhaber oder ja, was dich halt zu ihm zieht oder an ihm hält, bei ihm hält. Da sind wieder 2 Karten gefallen, das mache ich nicht. Eine bitte, nur eine Karte auf die Frage, was hält dich am zweiten Partner? So, danke, liebes Universum. Die 8 der Stäbe, eine mega interessante Karte, gerade auch in Bezug auf das, was ich gerade gesagt habe, weil die 8 der Stäbe steht für positive Veränderungen, also auch so grundsätzlich in einem selber, innewohnend. Ich würde sagen, dass man sich einfach hier sehr schnell entwickelt hat in seinem eigenen Prozess, ne? Weil hier mit 5 der Münzen und dadurch, dass der andere so festhält, ist hier nicht viel Spielraum für Wachsen. Ja? Die 5 der Münzen ist die Opferhaltung und die 4 der Münzen ist das Festhalten an dieser Haltung, egal von wem sie jetzt aus gesehen oder betrachtet wird. Und einer von beiden ist halt in einer Umbruchstimmung oder er trägt diese Situation nicht und schaut sich um, ne? Oder entwickelt sich oder geht weiter. Ne? Also genau das Gegenteil von den 4 der Münzen. Und entwickelt dann auch das Gegenteil von den 5 der Münzen, nämlich er wächst, er interessiert sich für Dinge, für andere Dinge, er hinterfragt, er befasst sich einfach mit sich selber und seinen eigenen Themen und bekommt da natürlich auch, es passiert halt innerlich was, ne, wenn man sich selber entwickelt, weil man gewisse Dinge hinterfragt. Ich bekomme auch hier so rein, ja, dass man sich halt anderen Menschen zuwidmet, was man hier gar nicht mehr erfahren kann oder auch nicht erfährt oder vielleicht schon lange nicht mehr erfahren hat. Zum Beispiel Gespräche, Reisen, ne, einfach raus aus dieser Situation, raus aus dieser Energie, weil hier geht nichts. Hier steht die Nebelglocke und hier geht nichts mehr. Und was dich an dem anderen hält, ist halt das Positive, das Gefühl, das, was dich weiterbringt. Die guten Gespräche auch. Gespräche, Kommunikation über ganz andere Themen, die du hier niemals ansprechen könntest oder erwähnen könntest, weil soweit jemand gar nicht herausschaut. Und hier liegen sozusagen die neuen Gespräche, die anderen Gespräche, die interessanten Gespräche, die, mit denen du dich hier schon längst befasst hast, als hier schon gar nichts mehr ging. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass deine Ideen, die nur so aus dich raussprudeln und halt durch den anderen sozusagen gefördert noch werden, weil du dich natürlich auch bestätigst und angenommen fühlst, sind Gespräche, die man hier niemals führen könnte, ne? Weil hier ja jemand auch gar nicht über den Tellerrand hinausschauen könnte oder sich das ein oder andere halt gar nicht zutraut, anders denken zu können, ne? Und diese Karte gefällt mir wirklich ganz gut,
Und das ist auch der Grund, was ich vorher sagte, ne? Wenn man an einem solchen Scheidepunkt im Leben ist, dann ist es immer so, dass da, wo man war oder ist noch, da gibt es nichts mehr zu holen, da gibt es nichts mehr zu erkennen, da ist man stehen geblieben. Und einer von beiden möchte halt nicht stehen bleiben, ne? Der möchte wachsen. Und der schaut sich dann automatisch um, wo er wieder neues geistiges Futter bekommen kann. Ja, im Sinne von Gesprächen. Ich könnte mir auch vorstellen, wirklich, der Impuls kam mir wirklich gerade rein, dass man hier vielleicht gerade noch so, ja, für gutes Essen sorgt, ne, dass man halt sich zu Hause gemütlich macht und so. Und es ist auch wirklich, wirklich was Schönes und was Heimeliges, weil wir haben ja hier auch die Liebe, ja, also das, man fühlt sich da schon wohl und geborgen und heimelig. Aber man merkt halt auch, dass es nicht alles ist oder nicht mehr alles ist, dass es da einfach noch viel, viel mehr gibt, was erkundet werden möchte. Und deswegen sucht man hier halt auch nicht nur die guten Gespräche, sondern auch, ja, vielleicht auch körperliche Geborgenheit, weil alles, was man im Grunde genommen hier erkennt und erfährt und macht und tut, ja, einfach auch zum Wachstum führt, weil offensichtlich möchtest du hier was anderes erleben, was anderes sehen, was anderes entdecken und vor allem auch anderes kennenlernen, denn die Karte steht hier auch für das Reisen. Und wenn man reisen möchte, dann möchte man was sehen, dann braucht man einen Tapetenwechsel, dann muss man hier raus, weil da kennt man schon alles, da weiß man schon alles. Und weil wir hier jetzt auch noch die Münzenergien haben, könnte ich mir vorstellen, dass es hier um einen Partner geht, der halt jeden Tag den gleichen routinierten Ablauf hat, der seine Uhr womöglich auch noch stellt nach allem, der einfach noch Dinge macht, die man vielleicht vor 30 Jahren gemacht hat. Ne, ich weiß es nicht, aber ne, das ist so diese Münzenergie, dieses Festhalten an alten Strukturen, an alten Ritualen, an alten Bräuchen. Und man ist hier halt einfach auch festgefahren. Ja, also dieser Mensch, den jetzt das hier betrifft, sieht halt sozusagen, für ihn sieht die Liebe so aus, ne? Für immer und ewig, komme was wolle, durch dick und dünn. Und es ist auch schön, aber hier ist kein Wachstum da. Ne? Hier steht man auf einer Stelle. Und der kommt aber halt eben auch leider nicht weiter. Ist vielleicht auch gerade total überfordert durch eine Arbeitssituation vielleicht oder ist vielleicht auch gerade im Geldmangel, hat vielleicht eine Wirtschaftskrise oder einen finanziellen Engpass. Aber hier wird halt eisern festgehalten, ne? Und das kannst du halt nicht mehr. So, was ist das Motiv des zweiten Partners? Also ganz, ganz interessant, weil bei ihm wissen wir ja jetzt, der hält fest, egal wie schlecht die Dinge laufen. Ne? Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen Licht anmachen, ist ein bisschen dunkel. Egal wie schlecht es läuft, ne? Hier wird einfach festgehalten, egal wie und was. Und das raubt einem auch schon oftmals den Atem, weil man nur denkt, wie kann man nur in so einem Nebelsumpf leben und dabei womöglich auch noch fröhlich sein. Ne? Weil dadurch, dass die Liebenden hier liegt, ist ihm das gar nicht bewusst. Er denkt halt, dass Liebe so ist, dass Liebe so funktioniert, dass eine Partnerschaft so funktioniert. Oder dass es halt so sein soll oder sein muss. Ne? Könnte ja jetzt auch komplett andersrum sein, dass du derjenige bist, der in eine bestehende Partnerschaft, also sozusagen die Affäre ist, dann wäre er jetzt zum Beispiel derjenige, der an seiner Partnerin festhält, aber eigentlich halt was anderes sucht. Ne? Da müsst ihr euch jetzt ummünzen. Ich möchte jetzt nicht aus der Energie raus, sonst komme ich durcheinander. Weil es ist ja eine Dreieckskonstellation und da musst du halt selber schauen, wer wie, wo, was, an was festhält. Wer ist jetzt derjenige, der ausbrechen möchte und wer ist derjenige, der festhält. Ne? Wobei ich mal denke, das trifft auf jeden Einzelnen in einer Dreieckskonstellation zu, weil
ja, man immer Wesensgleichheiten anzieht. Aber wichtig ist halt hier zu erkennen, was das Motiv ist, einmal für dich und für den anderen, um zu erkennen, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist das Interessante. So, wir schauen uns also jetzt das Motiv des anderen Partners an und seine Einstellung zu eurer Beziehung. Eine Karte bitte nur. Oh, sind schon wieder 5 Stück rausgekommen. Eine Karte bitte zum Motiv des zweiten Partners. Puh, da ist die Hohepriesterin gefallen. Und ist natürlich an dieser Stelle eine ganz, ganz interessante Karte, weil dieser Mensch dein Inneres, das, was dir bis jetzt hier verborgen geblieben ist, aufzeigen kann, also dich quasi zu deinem Inneren führt, zu deinem Seeleninneren, zu deinem bisher Unbewusstem. Und da ist dann auch eine Anziehungskraft, also da steckt einfach viel mehr dahinter als einfach nur eine Affäre, ne? Das möchte ich mal sagen. Und man sieht auch, dass es einfach um eine tiefe Seelenverwandtschaft geht. Hier ist eher so die Sicherheit, ne? Die Sicherheit, das Zuhause, alles ist abgesichert, alles ist abgesaved. Hier läuft alles wie am Schnürchen, hier geht alles seinen geregelten Gang. Und weil alles so den geregelten Gang geht, fühlt man sich sicher. Und dieses Sicherheitsgefühl gibt einem halt auch Anlass dazu zu denken, dass es halt die wahre Liebe ist. Aber und dadurch, dass wir ja bei seinem Motiv hier sind, mit der Hohenpriesterin, holt er hier dein Inneres nicht nur hervor, und das ist so interessant für dich, deswegen habt ihr hier auch mega tolle Gespräche, ihr zwei, und fühlt euch so richtig innerlich mega verbunden. Die Stäbe könnten natürlich ein Indiz dafür sein, dass ihr euch vielleicht nur abends oder nachts trefft, auch hier mit der Hohenpriesterin dargestellt, weil ihr dann nachts sozusagen unbehelligt, ne, heimlich sozusagen euch trefft und euch aber auch auf Seelenebene berührt, auf einer ganz, ganz tiefen Seelenebene, die hier gar nicht vorhanden ist. Ja, weil hier geht es um materielle Dinge. Und dadurch, dass es ja auch sein Motiv ist, ist das Gleiche natürlich auch andersrum, ne? Das heißt, obwohl er weiß, dass du hier noch in einer Beziehung feststeckst, lässt er sich auf dich ein, weil für ihn, weil du ihn auch auf Seelenebene berührst, weil du in ihm auch Themen aufträgerst, die ihm noch nicht bewusst waren, weil du ihm einfach eine andere Weltanschauung mit deiner Art und Weise gibst und dadurch für sich auch hier viel verändert, ne? Also er auch eine ganz andere Sichtweite bekommt, eine andere Sichtweise und dadurch auch bei ihm vieles angetriggert wird, was in ihm schlummert, was er vielleicht noch nie so gekannt hat, ne? Also man sieht hier eine richtig starke Seelenverwandtschaft, die wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange geht, ne, weil die Karte steht auch für Geduld unter anderem als Tunwort sozusagen. Und dadurch, oftmals lernt man so einen Partner in einer Existenzkrise kennen oder in einer Lebenskrise kennen. Und das hier ist eine Krise. Das ist hier eine absolute Lebenskrise, weil hier geht nichts mehr voran, hier geht nichts mehr vor, hier geht nichts mehr zurück. Hier steht man, also wie gesagt, im Nägel mit Sichtweiten unter 2 Meter sozusagen. Und man braucht Klarheit, man braucht Leben, man braucht Lebendigkeit, man braucht Liebe. Man möchte wieder fühlen, man möchte wieder spüren können, man möchte raus aus diesem Sicherheitsgefühl, weil es einen irgendwo auch erdrückt und man dadurch halt auch die Liebe hinterfragt, ne?
So. Was sind die Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen? Also wie sieht man die Situation? Wie siehst du die Situation? Was wünschst du dir oder was erhoffst du dir? Aber wovor hast du eigentlich auch Angst? Ne, weil es geht ja um eine Entscheidung. Also da sind jetzt zwei Karten gefallen. Ich nehme jetzt aber mal die, wo als erstes rausgefallen ist. Das Ass der Münzen. Du hoffst halt, dass es einen Neubeginn gibt auf einer ernsten Ebene. Ich könnte mir hier sehr gut vorstellen, dass du hier bei so viel, wie sich für dich zum Positiven entwickelt hat, durch Gespräche, durch Erkenntnisse, du auch wieder näher dir selber gekommen bist, durch das Unterbewusstsein, und er dich vielleicht auch nach sehr langer Zeit, also ich glaube hier nicht, dass das jemand ist, den du plötzlich kennengelernt hast, kann natürlich auch sein durch diese Karte, aber die ist eigentlich dein Posten, kann es sein, wenn du ihn hier plötzlich kennengelernt hast, dann wird es noch eine ganze Weile gehen, bis er es geschafft hat, dich in deiner tiefsten Seele zu berühren. Oder aber du kennst ihn schon sehr lange und bist jetzt an dem Punkt, endlich etwas verändern zu wollen, weil es für dich nicht weitergeht. Ne? Und weil diese Karte jetzt alles sein kann, nehme ich halt doch noch die zweite Karte dazu, die ja noch rausgefallen ist, obwohl ich keine zweite Karte wollte. Aber die Ass der Münzen ist halt, hier geht es um einen sicheren Neubeginn. Ne? Und klar, wenn wir jetzt auf deine Ängste beziehen, dann hast du halt Angst, dich hier einzulassen, weil du vielleicht auch denkst, das sind nur Hirngespinste mit diesen Menschen oder nichts Greifbares, nichts Festes. Ist aber auch ganz verständlich, meiner Meinung nach, weil man hier ja auch schon lange, lange zusammen ist, ne? Zweimal Münzenergie und auch mit der Karte die Liebenden, ja, das halt einfach auch für die Liebe hält, ne? Für das Zusammensein, was aber auch hier nochmal ein guter Hinweis ist, dass man sich gegenseitig auch spiegelt. Ne? Die Liebenden steht ja auch für die Spiegelung zwischen zwei Menschen. Und das wäre hier in dem Fall das, was ich am Anfang zum Video gesagt habe, dass man sich halt hier gleich anzieht oder mal zumindest im Wesenskern gespiegelt hat und man aber auch jetzt gewachsen ist und aufgestiegen ist sozusagen. Ich sage wirklich das Wort aufgestiegen, nur damit ihr versteht, was ich meine. Ich hasse dieses Wort aufgestiegen, aufgestiegener Meister und so ein Scheiß. Also es geht hier nicht um Aufstieg, aber durch diese festsitzende Situation hat man sich halt hier weiter ausgebreitet, innerlich und seelisch ist halt eben auch gewachsen und nur dadurch konnte diese Situation ja entstehen. Ja, sowas entsteht nicht, wenn hier alles noch im Grünen ist und alles hier Friede, Freude, Eierkuchen ist. So, und hier, ja, der Ritter der Kelche. Man hat sich halt verliebt und man traut sich aber auch nicht, ob man dem Verliebtsein trauen kann, ob das reicht für etwas Festes, für etwas Ernstes. Und das ist halt auch der Grund, warum man sich schwer tut, sich hier zu trennen. So. Jetzt gucken wir uns aber mal die Situation an, wie sie tatsächlich ist. Was für dich wichtig ist zu erkennen an genau dieser Situation. Wir haben halt jetzt hier so das Eingesessene, das Eingefrorene, das, was nicht mehr weitergeht, das Alteingesessene. Und es kann hier auch um weit mehr gehen. Ne? Das kann zum Beispiel zwar um Lappalien gehen, es kann aber auch um, ja, ich möchte mal sagen, darum gehen, dass man endlich in den Genuss kommen will, ein neues Leben zu beginnen. Endlich loszulassen von dieser alten Denke, weil sie einfach nicht mehr stimmig ist. Oder vielleicht von alten Bräuchen, alten Thesen und so weiter. Und gleichzeitig hat man halt aber eben auch Angst, ne? So,
wie sieht die Situation tatsächlich aus? Die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe, toll, die steht jetzt erstmal für einen Sieg, für positive Aussichten, für Licht am Ende des Tunnels. Und weil diese Karte nicht besonders aussagekräftig ist, außer dass wir jetzt wissen, dass es einen positiven Verlauf nimmt, dass es aber auch um Sicherheit geht, das muss man auch klar sagen. Bei den drei der Stäben geht es auch um Sicherheit bzw. um Wachstum in Bezug auf Sicherheit. Das heißt, klar, man überlegt präzise, was man jetzt hier tun soll, weil man möchte natürlich auch nicht vom Regen in die Traufe, logischerweise. Könnte auch sein, dass du dir hier einiges jetzt aufgebaut hast durch diesen Menschen oder mit diesen Menschen und du halt auch Angst hast, dass du jetzt irgendwas verlieren könntest und sozusagen vom Regen in die Traufe gehst. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal eine Zusatzkarte, wobei die drei der Stäbe ist ja schon eine gute Karte, aber wir wissen jetzt irgendwie trotzdem nicht, oder zumindest fühlt es sich nicht so an, wie die Situation tatsächlich ist. Also da sind auch zwei Karten gefallen, die werde ich mir jetzt beide nochmal angucken. Okay, jetzt haben wir hier mehr Indiz, so mit den 8 der Münzen. Auf die 8 der Stäbe wissen wir ja jetzt zum einen, dass ihr euch wirklich schon sehr lange kennt, ne? Und dass ihr auch beide sozusagen ja aneinander gekettet seid oder halt der eine vom anderen nicht loslassen kann. Sehe ich aber hier in Bezug auf euch beide, einfach weil diese intensive Seelenstärke zwischen euch ist, ne? Und auch einlädt, dich auf Themen hinweist, innerlich bei dir, ja, die dir, die dich einfach wachsen lassen und du einfach mehr erkennst über dich. Und deswegen bleibt man auch einander dran, weil es ist auch so dieser Wissensdurst über sich selber, dieser Wissensdurst an Entfaltung. Und ja, das macht total Sinn, weil diese Karte hier könnte jetzt für eine Jungfrau stehen, das heißt, oder steht für eine Jungfrau, wenn man es jetzt mal astrologisch sieht, ne? Muss aber nicht so sein, aber dann geht es um die Eigenschaften, einfach die eigene Situation kritisch zu hinterfragen und weil man jetzt halt vor einer Entscheidung steht, aber keine treffen kann, doch, genau, und weil die Jungfrau einfach sehr kritisch ist und alles genau unter die Lupe nimmt, braucht sie hier einfach auch noch ein bisschen Bedenkzeit oder Zeit, um zu gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber lasst euch nicht von der Jungfrau jetzt irritieren, was ich gesagt habe. Es geht einfach darum, dass es eine Phase ist, die jetzt gerade sehr, sehr wichtig ist für dich, weil du für dich im Prinzip abwägen musst und abschätzen musst, was du jetzt tun sollst, weil wir haben hier ganz viel Erdenergie. Es geht um Sicherheit und es geht um Materielles. Und sich dann auf sowas hier einzulassen, was aus dem tiefsten Inneren kommt, was kein Hand und kein Fuß hat auf materieller Ebene, ist es sehr schwierig, dort im Vertrauen zu sein, weil man sich halt auch schon einiges aufgebaut hat, ne? Und das natürlich auch schon sehr, sehr lange besteht. Aber der Ritter der Münzen steht halt eben, der Ritter der Münzen ist halt eben diese Jungfrau, beziehungsweise von den Eigenschaften, die auch hier mit dem Ass der Münze und den 8 der Münzen, hier geht es auch um etwas Sicheres und um was Ernstes, ne? Aber hier braucht es halt den Mut und dieser liegt hier wiederum als positiv da, sodass man, wenn man jetzt diesen Mut eingeht, sage ich mal, ne, oder halt sich drauf einlässt, dann wird es ein gutes Gelingen. Also man braucht hier keine Angst haben, dass man hier etwas verliert, wenn man sich hier drauf einlässt, weil es hier alles einfach auch eine sichere Sache ist. Also hier geht es um keinen Menschen,
der irgendwie ein Hallodri oder sowas ist, der meint es auch sehr, sehr ernst. Und es könnte aber mit den 8 der Münzen hier sein, dass es noch eine ganze Weile trotzdem noch geht, egal wie lange ihr euch hier vermutlich schon kennt. Was bräuchte jetzt die erste Beziehung hier, wenn du denkst, nee, das ist hier mein Herzmensch, das ist mein Liebespartner. Was bräuchte diese Beziehung denn jetzt, an Einstellung oder Verhaltensweise dir, von dir aus gesehen, ihm gegenüber, dass sich hier etwas verändern könnte? Was müsstest du tun, dass sich etwas verändert, damit du gefühlt bei ihm bleiben könntest? So, da sind schon wieder zu viele Karten gefallen. Bitte nur eine einzige Karte auf diese Frage. Schon wieder zwei. Okay. Die zwei der. Und der König der Münzen. Ja, also, so wie ich die Sache sehe, ist, dass er hier, der also aller Wahrscheinlichkeit nach hier ein Erdzeichen ist, weil da ist schon wieder die Erdkarte gefallen. Also dieser Mensch hier wird sich niemals auf etwas Tiefgründiges oder Tiefsinniges einlassen, weil er einfach auch seinen Besitz liebt, ja, seinen Besitz schätzt. Und sich einfach nur noch darauf freut, sich dann zurücklehnen zu können, um seinen Besitz halt eben auch genießen zu können. Mit den zwei der Stäben, geht es darum, innerhalb dieser Verbindung halt wirklich etwas zu verändern, weil diese Karte zeigt halt auch, dass man hier wirklich, wirklich ganz gelangweilt nebeneinander herlebt, dass da wirklich halt nichts geht, in Bezug auf Lebendigkeit und dass es vielleicht auch halbherzig, kaltherzig, ne, so leidenschaftslos nebeneinander läuft. Da wäre halt dann die Einstellung diesbezüglich zu verändern, dass du halt quasi das, was du jetzt hier erfährst durch den anderen, was er in dir triggert oder hervorruft oder erkennen lässt, dass du es mit ihm hier teilst, weil er dann auch wachsen und reifen würde durch dich quasi und du quasi das hier fortführst oder weiterführst oder weiterlebst, was du hier in dir erkennst und in dir rausholst. Um welche Einstellung oder Verhaltensweise geht es beim zweiten Partner? Was wäre oder was bräuchte der zweite Partner, der andere Partner an einer Einstellung von dir? Was müsstest du quasi mitbringen? Die Durchsetzungskraft. Also dieser Partner, der zweite Partner, der erwartet von dir sozusagen, oder triggert oder holt aus dir heraus Schlagfertigkeit, deine ja, Schlagfertigkeit, Mut, Kraft, also Kraft, Dinge zu verändern, Kraft, wieder in die Leidenschaft und in die Lust zu kommen. Steht ihm übrigens auch für eine Affäre. Also das heißt, dass dein Herzensmenschen hier aus einer Krise in dein Leben gekommen ist und dieses aus dir herausholt, quasi sich die eigenen Stärken erkennen lässt, dass man innerlich wieder in die Kraft kommt und auch wieder vor allen Dingen in die Leidenschaft und in die Lust, weil die ist hier total abhanden gekommen und deswegen lebt man hier auch so leidenschaftlos nebenher,
Aber eher triggert es und holt es dir heraus, dass auch das bei dir ein Bedürfnis ist. Und ja, dass es halt auch bei dir ein Bedürfnis ist. Wieder, es sind auch unbewusste Botschaften, die Menschen einem geben oder triggern oder erinnern lassen, was man halt hier halt eben nicht hat, wenn man jetzt in einer solchen Entscheidung steht, vor einer solchen Entscheidung. Das, was man hier in dieser Affäre, sage ich jetzt mal, erkennt und wieder fühlt, möchte man halt eigentlich mit diesem Partner fühlen. Hier ist es aber eingeschlafen und man erwartet es auch irgendwo von dem anderen. Und weil man dafür vielleicht auch keine Lust hat oder keine Kraft oder einfach auch eingeschlafen ist, holt es einen wieder so zurück, ne, an seine eigenen Wurzeln oder, naja, nicht Wurzeln, aber an seine eigenen inneren Kräfte. So. Wie ist jetzt der Verlauf oder wie geht es jetzt weiter? Tja, es bleibt erstmal unverbindlich. Das heißt, es geht jetzt erstmal so weiter, dass du dich halt einfach nicht entscheiden kannst, was du tun sollst. Hat aber auch extrem was damit zu tun und deswegen liebe ich die Karten. Ihr seht ja hier im Hintergrund von dem Bild einen kleinen Fuchs da hinten, ne? Weil die Münzen stehen ja auch für Verbindlichkeit. Eine Münze ist immer ein sich zu verbinden, etwas ernst zu nehmen. Das zeigt mir persönlich jetzt in dieser Energie einfach auch nochmal, dass du weder das eine noch das andere im Grunde genommen gar nicht ernst nimmst, dass du dich vielleicht mit einer Art Entscheidung schwer tust, aber du auch gar keine Entscheidung treffen willst, weil du es jetzt einfach noch so weiterlaufen lassen möchtest. Das eine kann der Grund sein, dass man jetzt so diese tiefe, innere, unbewusste Phase, die man durchlebt, einfach genießen möchte und ja auch irgendwo hinnehmen möchte, aufnehmen möchte, ja einfach auch genießen möchte, weil es so viel bewirkt in dir und du das einfach noch eine Weile hinnehmen möchtest. Aber du auch noch nicht bereit bist, dein altes Zuhause verlassen, ne? Also deine Gewohnheit, deine Sicherheit, dein Zuhause. Es ist auch gar nicht schlimm. Ich finde auch, das ist irgendwie ein total passendes Orakel jetzt für diese Zeit, weil ja jetzt auch einfach so viel im Umbruch ist und durch diese starken Energien, die wir gerade haben, gibt es jetzt einfach wichtigere Dinge, die unter anderem halt hier auch gespiegelt werden, die man jetzt einfach auch mitnimmt, die jetzt auch wichtig sind. Vielleicht ist man gerade jetzt also wie noch nie so sehr mit sich innerlich verbunden in seinem Gefühl, in seiner Intuition und man möchte das jetzt einfach nur noch eine ganze Weile genießen oder fühlen, um sich noch mehr zu stärken, um noch mehr zu wachsen, um noch mehr für sich selber auch einzustehen. Denn das, was hier an Kraft entsteht durch diese Affäre, stärkt dich natürlich auch in deinen Ansichten, in deinen Bedürfnissen nach deinem inneren Seelenruf. Ne? Und deswegen ist hier noch Vorsicht auch gefragt, weil man natürlich nicht weiß, ob dies hier, diese Intuition, dieses Gefühl überhaupt Anlass gibt, sich für etwas zu entscheiden.
weil man einfach erst noch in dieses Vertrauen kommen möchte, ne? Also diese Affäre ist dafür da, zumindest als Botschaft aus der geistigen Welt gesehen, weil es gibt ja keine Zufälle, um dich einfach in deiner Beständigkeit, in deiner eigenen Sicherheit und trotz dem Wunsch der Veränderung zu stärken und dir den Mut zu geben, dass du es halt schaffen kannst, von der Kraft her und von deinem Wesen her, aber du halt dazu noch den Mut brauchst. Und deswegen ist auch jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, sich zu entscheiden. Es geht jetzt einfach auch gar nicht. Und ich glaube sogar, wenn wir uns den Mond anschauen, der durchläuft ja auch gerade den Skorpion. Das heißt, es geht auch hier um tiefe, tiefe Transformation und auch um Gegensätze. Und da haben wir halt eben auch einen großen Gegensatz, ne? Das ist Sicherheit und das ist hier Mut und Entfaltung. Und natürlich auch dieses dann halt eben durchzusetzen, ne? Und weil jetzt die Karte so da liegt, also ich muss es euch jetzt mal schnell so zeigen. Man sieht ja zum Beispiel, der hält jetzt die Münze höher und die andere Münze nicht so hoch, ne? Und wenn jetzt das hier so da liegt, das passt zwar, glaube ich, nicht mehr so aufs Bild, aber ich lege es einfach mal jetzt hier oben hin, dann sieht man, dass das Gewicht auf der leichteren Münze hier ist, auf diese Situation, und das Gewicht, also das schwerere Gewicht, wenn man es jetzt als Waage nimmt, auf dieser Seite ist. Das heißt, hier ist einfach schon eine unbewusste Entscheidung getroffen wurde, die einem aber noch nicht bewusst ist, weil hier ist nicht mehr so viel Gewicht drauf, ne? Während hier einfach sehr viel Gewicht drauf ist. Das heißt, hier ist es halt auch positiv. Aber mit dem kleinen Fuchs hier im Hintergrund ist halt eben auch noch dieser Zwiespalt und diese Angst da, weil man halt nicht weiß, was das Richtige ist oder was jetzt das Richtige wäre. Und das wiederum ist auch nicht so schlimm. Ach so, und was noch ein wichtiger Satz dabei ist, dadurch, dass jetzt diese Münze in diese Richtung zeigt, geht es auch um Anpassungsfähigkeit, die einem vielleicht hier durch die Hohepriesterin bewusst wird, ne? Dass man sich vielleicht hier angepasst hat und dieses Leben als Liebesleben gelebt hat, im Grunde genommen sich aber angepasst hat an Sicherheit, an Materielles und sich als Gefühlsmensch, als intensiver, tiefer Gefühlsmensch selber vergessen hat. Und das holt man sich jetzt wieder zurück. Und deswegen ist dieser Mensch ins Leben gekommen, um ja, dir das aufzuzeigen, dass das hier nicht für dich gedacht ist. Die Acht der Münzen steht für das Reisen. Und die haben wir ja auf der Position, was dich zu dem anderen fühlt. Ja, und da riecht es einfach nach Freiheit, nach Lebendigkeit, nach Reisen, nach Erlebnissen. Und Erlebnisse führen ja auch zu Wachstum und zu Stärke. Und deswegen wird diese Situation einfach noch so eine Weile anhalten, bis irgendwann der Punkt gekommen ist, wo man dann mit bestem Gewissen und Gefühl sagen kann, hier möchte ich hin, da gehöre ich hin. Und im Endeffekt ist es vielleicht keiner von beiden, weil es hier auch darum geht, in deine Kraft zu kommen, in die Welt hinauszuziehen. Ja, die Acht der Stäbe, ja, das ist so für mich die typische Schützekarte, weil man hier reisen möchte, Entdeckungen machen möchte, man möchte anderes kennenlernen, man möchte seinen Horizont erweitern und es ist hier absolut nicht möglich. Ne? Hier ist viel zu viel Münzenergie, hier ist jemand sehr, sehr, sehr geerdet und da trifft es halt einfach zu, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und das wäre dann etwas, was du hier quasi müsstest, nämlich stumpf und gelangweilt nebeneinander herzuleben. Für dich wäre es vielleicht gelangweilt, für den anderen ist es der absolute Genuss sozusagen, sich endlich zurücklehnen zu können, um
Ja, auch vielleicht das, an was er immer festgehalten hat, endlich genießen zu können. Ja, das ist es, ne? Okay, also ich würde sagen, jetzt einfach noch der Rat von mir selber, genieß die Zeit trotzdem, wie sie ist, weil mit der Hohen Priesterin ist sie einfach auch extrem intensiv und sehr schön. Man ist hier einfach auch sehr, sehr bei sich selber. Der andere Partner scheint ein sehr, sehr gefühlsvoller und fürsorglicher Mensch zu sein. Und dadurch, dass wir hier die 5 der Münzen haben, ist es auch, glaube ich, deshalb so eine starke Anziehungskraft, weil es hier um Fürsorge, um Verständnis. Ne, man erfährt hier einfach genau das Gegenteil von dem, was man hier erfährt. Offenheit, Gefühle, Fürsorge, Verständnis. Und das ist etwas, was dich halt dann auch logischerweise magisch anzieht, ne? Und ganz nebenbei auch hier etwas von einem mangelnden Selbstwert geheilt wird und man dadurch auch eine andere Sicht auf die Liebe bekommt. Ja, davor, als man im Mangel war, war das halt die Liebe. Man hat sich geborgen, aufgehoben gefühlt, man hat sich sicher gefühlt. Und jetzt erkennt man aber auch was ganz anderes als Liebe. Man erkennt jetzt das Fürsorge, Verständnis und Fleiß wichtig sind für die Liebe, dass Liebe nur aufrecht erhalten werden kann, wenn man sich auch wirklich drum kümmert, wenn man es pflegt, wenn man ein anderes Verständnis oder Erkenntnis für Liebe bekommt und es nicht mehr hier zusammenpasst, deine Erkenntnis oder deine Denke auf die Liebe, wie du hier eins gedacht hast, was Liebe ist. Ja. Ja, in diesem Sinne, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, dieses Orakel hat dir gefallen. Ich wünsche allen von euch eine wunderschöne Zeit, falls ihr die nächsten Videos nicht anschaut. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra.